Ja, hallo Freunde der Spiegeltour. Es ist schon einiges passiert auf dem Planeten. Wir sehen ja die Ausbreitung vom Mist. Ich liebe dieses englische Wort. Und inzwischen ist ja auch die Baker-Build für alle verfügbar. Was man schon mal sehen kann, ist übrigens, dass irgendwie die Symbole jetzt ein bisschen hochauflösender aussehen. Ich hatte vorher mal das Gefühl, sie sehen so ein bisschen kriselig aus bei mir. Oder es war vielleicht eine Fehleinstellung. In der Press-Preview. Es gab auf jeden Fall ein kleines Update, nochmal bevor die Baker-Build jetzt rauskam, die 5er. Protect AI. Normalerweise, ich musste noch eine Basis zerstören. Und wie, ich glaube, ich weiß, ich habe vorgestern Nacht habe ich noch drüber nachgedacht, was kann man machen, um diese Basis, nicht die Basis, sondern um diese Mission fertig zu machen für die eine Fraktion. Und das ist wirklich eine Sache, ich muss starke Waffen produzieren. Ich muss meine normalen Leute mit ordentlichen Damaged-Viechern verpassen. Oder ich muss halt mit dem Goliath Granatlauncher oder irgendwie sowas arbeiten. Irgendwas, was Rüstung schreddert. Boah, aber die müssen 2 Tage lang die Hell 2 produzieren. So, wir hatten noch Trainings offen. Stille Waffen mit 10% höherer Treffsicherheitsbonus. Moment. Ich finde das Spiel nämlich gerade sehr laut bei mir. Und dann mal los. Schnell sagt all euren Freunden Bescheid, dass ich streame. Denn heute ist es sponsored. Ich muss eine gewisse Anzahl von Zuschauern erreichen. Wird schon schief gehen. Ah, die haben wirklich am Interface noch ein bisschen was gemacht, weil hier unten siehst du jetzt die Hotkeys dafür. Das war vorher nicht. Und hallo Klaus. Was sind das für Coins? Die Coins sind neu auf Twitch. Also sie heißen bei mir Coins, es sind aber Aktivitätspunkte, wodurch man, durch Aktivität, glaube ich, im Chat oder beim Gucken oder sonst irgendwas, letztendlich auf dem Kanal Sachen freischalten kann, ohne dass man ihn zappen muss. Das sind Coins, glaube ich, letztendlich. Ich habe es noch nicht ganz durchgelesen, deshalb tut es mir leid, das ist jetzt die rudimentäre Twitch-Erklärung davon. Und anscheinend... Danke, Mad Max, für Twitch Prime-Abo. Wo fehlt mir eigentlich gerade Munition? Scheiße. Ich habe den echt ohne Muni reingeschickt, ey. Das sind doch Bulldog-Eier 20 Magazine. Ah, geht doch. Es sieht doch irgendwie grafisch jetzt ein bisschen besser aus. Minimal. Auch das Overwatch ist besser zu sehen jetzt.
Nimm mal einen Pistolenschuss. Schönen guten Abend, Kades. Moving. I see them. Bleib ruhig da stehen. Sind recht viele Eier um uns rum. Aber durch irgendeinen Weg müssen wir jetzt da gehen. Ach, warum wird der denn alarmiert? Weil ich mit dem Jetpack da lang tucker. Okay, ich habe nicht den dahinter getroffen. Ja, scheiße. Da ist einer von den Pilzen. Und der hat direkt mal Alarm geschlagen. So, die Chance, den da zu treffen, ist nicht so hoch. Wenn du einen Streamer suchst und jetzt da sagst, dass Proof besser ist als der Streamer mit 1 Million Zuschauer, das könnte zu Problemen führen. Du verfehlst schon. Aber man kann es ja versuchen. Ready to go to work. So, du hängst hier in der Mitte. Danke fürs Folgen, Styler. Oh. Ich glaube, sie haben es extra ein bisschen beschissener gemacht jetzt. Aiming. Immerhin. Geh mal zurück. Already there. Setzen wir dich mal ein Stück nach vorne, weil dann können wir nämlich, da kommt nicht ein Facehugger jetzt gleich um die Ecke. Jedenfalls ist sein iPhone zerplatzt. On the move. I'm going in. Shit. Oh nein, die verbrauchen ihre gesamten Overwatch-Dinger für den Wurm. In der Preview-Version hat das
Also hat der Anti-Aliasing-Filter und sowas nicht funktioniert. Not a problem. Deshalb sieht das jetzt anders für mich aus. Ja, in meinem Stream lernt man, wie man Aliens tötet und sich schminkt. I'm here. Ach so. Wir können Waffen rüberreichen. Das sollten wir aber jetzt gerade nicht machen mit der Person. Also wenn wir ins Inventar reingehen, können wir mit dem, der neben uns steht, Waffen tauschen. Obwohl ich gerade ein bisschen verwirrt. Ah nee, aber es steht hier unten, alles klar. Und Jamie rechts von uns. Danke für Twitch Prime Abo Candy. Ich schminke Aliens mit Shotgun. Und ich weiß, dass da einer ist. Boah. Got it. Enemy ahead. Wechsel mal auf die Granate. Hat der auch einen Granatenlauncher? Let's go. Dann warte eben an der Stelle. Facehugger muss ich auf jeden Fall töten. Was machst du da unten, Hund? What do you need? Für mich sah aus, als wenn er den getroffen hat. Aber es war anscheinend eine optische Täuschung. Können die noch wegdashen lassen, obwohl wenn er übernommen wird von einem Facehugger oder sonst irgendwas, ist das egal. Enemy spotted. On my way. What do you need? Egal, hört sich vielleicht ein bisschen hart an. Ach, jetzt weiß man wenigstens, was die Würmer machen. Sie sind nämlich noch nie so nah an mich rangekommen, dass sie sowas machen konnten.
Am besten haben die seit gestern den Schwierigkeitsgrad vielleicht durch ein Patch noch hochgezogen. Ach, die Press-Preview war so einfach. Jetzt geben wir erstmal richtig Gas. Auf welcher Stufe? Es gibt Stufen. Das ist, glaube ich, die normale einfach. Das Problem ist einfach, dass ich schon eine Press-Preview hatte und ich habe jetzt gemerkt, da ich das heute gestartet habe, dass das Spiel sich verändert hat an so ein paar Punkten. Und es gab keine Update-Notes oder sonst irgendwas, aber anscheinend war die Press-Version schon ein bisschen älter von der Baker 5. Dass noch nicht alles implementiert war. What's needed? So, mein Arm ist kaputt. I'm here. Target confirmation. Das sieht nicht so aus, wenn du wirklich eine Schusslinie hättest, mein Freund. Auch nicht dashen, ne? Und das wird ihn aus den Latschen hauen. Glück gehabt. Jetzt habe ich ein bisschen weiter höher gezielt, weil dann die Chance groß war es, die anderen drei Schüsse vorbeigehen. Einmal haben wir getroffen jetzt und die restlichen Schüsse sind halt vorbeigegangen. So, dann dash mal eben weg. Möchtest du als Held sterben? If you say so. Ich habe noch kein Nest ausgeräumt. Gibt es noch die Riesenspawner? Bis jetzt war noch kein Riesenspawner drin. Als ich ein Nest ausgeräumt habe. Also, was auch immer du als Riesenspawner im Moment siehst. Riesen? Riesenspawner. Ich glaube, ich versuche nochmal zu fliehen. Weil ich habe viel Ausrüstung verloren. Und es läuft nicht so, wie ich, wie ich will. Und bevor wir jetzt Truppen verlieren, sollten wir uns lieber zurückziehen. Jetzt hat er auch noch mein Equipment zerstört, die Hell kennen.
weil es eskaliert gerade irgendwie ein bisschen. Und ich möge anmerken, glaube ich, dass es in den vorherigen Nestern nie so schlimm war. Deshalb spekuliere ich wirklich darauf, dass die nochmal angepackt haben und den Schwierigkeitsgrad auf normal verändert haben. Boah, die haben natürlich jetzt alle keine Actionpunkte mehr, ne? Weißt du, was das bedeutet? Vor allem total super, ich habe den Charger nie eingesetzt und es ist vielleicht ein schlechter Zeitpunkt, das mal einfach auszuprobieren. Ja, ja, schlag den Wurm kaputt. Besser ist, wenn die in uns drin explodieren jetzt. Du wirst als Held sterben, an der vordersten Front. Ah ne, musst du gar nicht, du kannst ja wegdashen. Theoretisch. Ich habe die Baker Build 4 nicht gespielt. Tut mir sehr leid. Ich habe nur die Baker Build 3 gespielt noch. Aber vielleicht funktioniert jetzt die andere Mission auch leichter. Die zuerst, sag ich mal, von der Balancierung total daneben war. Und Warcry haben sie vorher auch nie gemacht. Ich würde sagen, wir starten nochmal da, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Also wo wir am Anfang dieser Folge gestartet haben. Ja, es macht halt keinen Sinn so. Wenn jetzt plötzlich der Feind stärker ist, als man so von den letzten Missionen mit den Nestern kennt. Thank you.
So, Basis. Hier hat sich nicht großartig was verändert. Entweder habe ich jetzt gespeichert oder geladen. So. Aufnahme wieder gestartet. Ich muss mal eben kurz noch Leute anfunken. Die Mission ist ja noch weiter entfernt. Also, was machen wir Wundervolles? Neue Scans ausführen. Weil ich glaube, mein letzter Area-Scan ist vorbei. Ach, nee, den habe ich ja von hier starten lassen, mal innerhalb von der Verseuchung.